Moin YouTube, schön wieder da sein zu einer neuen Folge Adventskalender 2022, Türchen Nummer 13. 13! Jawohl, 13! Jetzt ist es nicht mehr so lang, jetzt sind es nur noch 11 Tage bis Weihnachten! Ja! So, der Luca holt mal das Tütchen. Ich hole die Anleitung. Da ist er. Den bauen wir. Den Fendt F20 Dieselross mit Mähwerk. Ja! Oh weia, oh weia. Wenn ich den Knoten schon wieder sehe, ne? Da wird mir ganz anders. Ich freue mich jetzt schon auf diesen Knoten. Aber, oh, der geht überraschend einfach. Nee, den habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil an der 13 war ich nicht dran. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß, was heute kommt. So, 13. 13. Heute kommt die Sitzbank. Ich habe sie nämlich gesehen. Nein, du bleibst hier. Vielleicht kannst du ja jetzt gleich was machen. Hast du das Werkzeug rausgeholt? Und warum nicht? Nö. Dann soll ich das jetzt rausholen? Okay, dann hole ich das jetzt raus. Okay, dann holst du das raus. So. Also, meine Lieben, und das machen wir jetzt. Wir machen jetzt eine ganz einfache Umfrage, weil ich weiß auch schon, was in 14 kommt. Aber auch nur deswegen, weil wir eine Entscheidung brauchen. Und ihr habt jetzt genau 2 Tage Zeit. Wir bauen das Teil fertig. Wir bauen das Teil morgen fertig. Und dann entscheidet ihr, welches von den beiden Teilen wir an den Schlepper machen. An unseren Fan. Ihr entscheidet das also. Unten in die Kommentare schreiben. Ihr habt 2 Tage Zeit dafür. Und dann entscheidet ihr, welches von den beiden Teilen, die jetzt kommen in den nächsten beiden Videos, wir an den Schlepper bauen. Das heißt, ihr guckt euch das an und dann schreibt ihr in den Kommentaren zu den Videos, welches ihr haben wollt. Ihr könnt es auch, wir können es auch, wartet, ich gucke mal ganz kurz. Genau, wir machen es so. Also, ihr entscheidet das, ihr guckt euch das an, heute, morgen und am 15., wenn das Video vom 15. kommt, da schreibt ihr drunter, welches der beiden Teile wir an den Schlepper bauen. Weil, und 16, am 16. bauen wir das dann an den Schlepper dran. So machen wir das. Genau. So werden wir es handhaben. Wir werden es am 16. dann an den Schlepper bauen. Und dann geht's los. Das heißt, ihr habt jetzt 2 Tage Zeit, 3 Tage sogar. 13., 14., 15. Und am 15. schreibt ihr das in die Kommentare, ob ihr das vom 13. wollt oder vom 14. Also einfach 13 oder 14 reinschreiben in die Kommentare. Nein, 13 oder 14. Denn das sind beides die gleichen Seiten. Weil 15 gibt es nur einmal. Aber die andere Seite mit der Bank gibt es zweimal. Und ihr habt es in der Hand, welches Teil wir entscheiden. 13 oder 14. Also Kommentar, 13 oder 14 rein. Am 15. So, ich würde sagen, wir machen weiter, damit wir hier auch fix fertig werden und bauen die 13 mal zusammen. Lass mich ganz kurz überlegen. Nein. Doch, natürlich darfst du auf meinem Schoß. Komm her jetzt hier. Kommst du jetzt her? So, hinsetzen, sitzen bleiben. Du bleibst hier. Nein, du bleibst hier. Ich halte dich jetzt ganz fest. Ich halte dich jetzt fest. Stimmt auch wieder. So, okay. Die Nummer 13, beziehungsweise die 13 machen wir jetzt. Das sind zwei Sachen hier. Aber erstmal kippt man das. Lalalala, langsam.
langsam. Da sind Sachen bei, die können kaputt gehen, mein Hase. So. Das mache ich. Was hattest du denn da? Können wir das hier vielleicht erstmal sortieren? Ach, da ist auch noch ein Teil dran. So, da ist noch ein Teil. Da ist ein Teil. Und da ist ein Teil. Okay. Also, mein Hasi. Womit fangen wir an? Wir fangen, ich würde sagen, mit den Teilen an, die wir dran bauen können. Und machen dann die Teile, die wir nicht dran bauen. Entschuldigung, mein Herzblatt. Das tut mir leid, wenn ich dir wehgetan habe. Und wenn nicht, dann tut es mir auch nicht leid. So, legen wir los? Nein. Okay, wir fangen an. Ich habe gesagt, nein. Dann mit... Oh, was ist das denn hier? Darf ich den Knipser einmal haben? Nee, Moment. Der Papa muss mal eben gucken. Luca, was habe ich dir zu der Zange gesagt? Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade mal was lauter geworden bin, aber was habe ich dir zu der Zange gesagt? Das Spielzeug. Richtig. Das macht man nicht. Weil das ist spitz und scharf. Wir wollen uns ja nicht wehtun, richtig? So. Jetzt müssen wir mal schauen, eben kurz, weil hier ist jetzt ein Teil dran. So, Moment. Wo wir gucken, schauen mal müssen. Kommt das jetzt so rum da rein? Jo. Also müssen wir... Okay. Das heißt, der bleibt so. Okay, darf ich den einmal haben? Weil hier ist ein ganz kleines Teil nur, was wir abknipsen müssen. Einmal. Ich hatte gedacht, du fährst da rein. Papa. So, okay, das lassen wir dann jetzt hier liegen, das brauchen wir gleich. Ich hatte gedacht, du fährst da rein. Das, nein, das mache ich auch und dann kommen gleich hier die großen Teile. Die macht der Luca dann. Schaffst du den? Nee, den nicht. Soll ich den machen? Ja. Weil der so klein und fein ist? Ja. Leute, verbessere euer Eltern, ihr sowas sieht. Seht. Das Teil werde ich nicht machen. Für mich nicht. Das ist dir zu klein. Für dich nicht? Nö. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo müssen wir das denn jetzt abkneifen? Ach, aber das haben die ja... Das ist Deppert ja gemacht. Was? Du musst das hier vorne abkneifen. Weil du das da reinstecken musst. So. Okay, so die drei dahin. Dann machen wir das jetzt an die Seite. Das ist Müll. Und jetzt kann der Luca hier die Sache noch abknipsen. Und ich schnapp mir schon mal den Schlepper. Und dann machen wir mal schon ein paar Sachen dran, die wir hier dran machen können. Ich lichte das mal da vorne hin, ja? Hey. Ja, ich auch nicht. Ich muss gerade mal überlegen, wie das jetzt hier dran soll. Hä? Wie soll das dann funktionieren? Du meinst, wie wird das da funktionieren? Das kapiere ich gerade nicht. Ah, okay. Also. So. Ich tät sie nicht ab. Ich tät dich nicht ab. Durch irgendeine.
Hier ist zum Beispiel, hier ist die schwierige Sachen, wo ich das nicht hinziehe. Und ich verstehe, wie man das hinzieht. Entschuldigung. Ach, das kommt da rein. Bleib mal ruhig sitzen, bitte. Ah, so, Pinzette. Weil ich komme da sonst nicht dran. Kann ich dir andersrum die Zange halten? Nee, das Teil dann andersrum. So. Und dann. Ja, halt selber fest. So rumhalten. Und jetzt an dem da unten dran, ne? Ja, und den ersten noch. Sehr gut. Würde ich mit dem Hast du den Rest weg? Sehr schön. Okay. Ja, ist okay. Mama sorgt morgen. Sehr gut. Und dann nochmal. Den da. Ah, warum machst du das so? Du hattest das gerade richtig schön in der Hand. So. So. Jetzt mache ich mal eben hier den dran. Nee, das funktioniert tatsächlich nicht so. Wir brauchen mal kurz unsere blaue Zange. Hier komme ich mit meinen. Jetzt mal nicht frech werden, ne? Nein! Oh. Was tut? Ist der da abgegangen? Hä? Wieso ist denn der jetzt auch ab? Ach so, weil ich. Das machst du einmal. Aufpassen! Was machst du? Ey! Was machst du da? Ja, okay, ist ja jetzt weg. Okay? So, Luca, einmal kurz, weil ich kriege das hier sonst nicht dran. Und dann bauen wir weiter mit dem. Ich habe das hier liegen. Nur weil ich das jetzt gerade nicht dran kriege, müsstest du deswegen einmal aufstehen. So habe ich das gemeint, mein Schatz. Ja, aber das ist ja auch Müll. So, heute wird wieder ein bisschen länger. Und jetzt bitte nicht so viel wackeln, mein Schatz. Oh Mann!
ist denn da jetzt drin? So, jetzt ist er richtig dran. Hoffe ich. Nicht? Oh. So, okay, jetzt haben wir die kleinen Teile schon mal dran und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ihr entscheidet, zu dem ersten Teil, welches wir nehmen. Und zwar kommt jetzt hinten der Fender dran, ne? Wir haben eine Bank und wir haben hinten auch das Nummernschild. Da müssen wir aber noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Das brauchst du jetzt nicht mehr, oder? Nein, das brauche ich nicht mehr. So. Und das willst du jetzt auch nicht mehr. Nein, das brauche ich auch nicht mehr. Hab mal wieder vermutet dann. So. Aber ganz ehrlich, das passt doch hier gar nicht. Das ist doch. Kommt das hier überhaupt dran? Nein. Ah, doch. Das kommt wohl dran. Wir können dann den Knips hier komplett abkneifen. Da wie hab ich das gemacht? Ja, das wusste ich auch. Habe ich auch nicht gesehen. Wo kommt das denn her? Ey. Och nee. Es ist eine von den Lampen abgebrochen. Mann, nee. Hä? Wie geht denn das jetzt? Muss ich das jetzt? Okay. Ja. Ich verstehe das gerade nicht. Wie das hier dran geht. Also, das Teil, das ist dieses Nummernschild, muss jetzt hier dran. Aha, okay, sieht schön aus. Das hier sieht schön aus. Immer weiter. Ah, jetzt. Okay. So, und dann kommt jetzt noch. Ach so, hier, genau. Das dahin und. Ah, das müssten wir eigentlich anmalen in Braun. Aber anmalen machen wir jetzt heute noch nicht. Weil sonst wird die Folge zu lang. Das können wir dann machen, wenn wir tatsächlich dann entscheiden, wenn ihr entschieden habt, welches Teil dran soll. So, jetzt muss man noch den hier dran machen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie der hier dran geht.
Kommt der jetzt von innen oder kommt der jetzt von außen? Von wo kommt denn der? Moment. Also, da kommt der von. Nee, von außen. So, das ist richtig. Dann kommt er jetzt dahin. Okay. Also, das ist das erste Teil. Und ihr entscheidet jetzt, machen wir das dran oder machen wir das andere dran. Wie gesagt, in Video 15 unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das aus 13 wollt, also 1. Wenn ihr 1 wollt, dann schreibt ihr 13. Wenn ihr 2 dann wollt, schreibt ihr 14. Und dementsprechend werden wir das dran bauen. So, und das war's auch schon für diese Folge. Jetzt gibt es nur noch eine Kleinigkeit. Und die verrät euch der Luca. Sekunde, der Luca muss das Headset nämlich dafür aufsetzen. Kannst du mich einmal angucken, mein Schatz? So, damit ich das hier einmal richtig sehe. Und ich drücke nur noch einen Knopf und bin dann raus. Tötti-Totte abonnieren, dann könnt ihr auch deine Videos mehr verpassen. Euer Kolke. Euer Luther. Bis dann. Tschüss. Tschüss.